Rote Marienblatt? Ja, ich bin ja jetzt in der Bäckerei. Ja? Es geht um das Geburtstagsgeschenk von meiner Mama. Ja. Der Papa hat sich was gewünscht zum Geburtstag. No. Nämlich, dass meine Mama mal aus einer Torte rausgehüpft bekommt. Okay. So, und da muss die Mama ja in die Torte rein. Genau, die backt man mit. Deshalb wollte ich wissen, wann die Mama früh da sein muss. Um 4. Dass man sie vorher gut abkühlen kann und dann tun wir sie in die Torte sperren und dann können wir sie mitbacken. So geht das? So geht das. Sonst machen wir die Mama ja kaputt. Ja eben, das wäre ja doof. Man hat einen roten Kopf, das geht ja wohl nicht. Nee, ich will nur, dass der Papa sich freut, wenn die Mama aus der Torte rausgehüpft kommt. Genau. Soll sie da was anhaben oder so? Das hat der Papa nicht gesagt. Na, dann klär das mal ab, bevor du uns was sagst. Aber ihr könntet sowas machen. Natürlich, wir machen alles. Das finde ich cool, aber weißt du, was noch wichtig ist? Was denn? Ihr dürft bei dem Teig, wenn ihr die Mama zupackt... Was ist da? ...dass ihr da keinen Zucker nehmen dürft. Wieso? Weil meine Mama schon süß genug ist. Doch, genau. Ja, weil die Torte soll ja dann der Papa von der Mama abschlecken, oder? Und der hat bestimmt sein Taschengeld nicht erhöht, also kriegt er Salztorte, hä? Also ich weiß nicht, wie sich der Papa das gedacht hat. Ich dachte, ihr könnt da helfen. Ja, das tue ich doch gerade. Naja, dann müsst ihr ja wissen, wie man die Mama in die Torte reinkriegt. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Die muss in der Früh um 4 kommen. Ja. Dann tun wir sie ins Kühlhaus stellen. Dann werden wir sie da in die Torte rein, wenn sie kalt genug ist. Dass sie nicht verbrennt, wenn wir sie leicht warm machen. Und dann kommt Sahne drumherum, aber die machen wir ohne Zucker, sondern mit Salz. Und dann passt alles. Dann ist die Mama süß genug und der Papa hat auch einen Spaß. Ja, aber dann kriegt die Mama ja einen Schnupfen im Kühlhaus. Nee, da wird's ja dann schon wieder warm, wenn der Papa mit ihr fertig ist. Wehe, die niest und die halbe Torte fliegt weg und die ganzen Gäste sind voll. Die niest nicht. Nicht. Nee. Und dann habe ich noch eine Frage für die Tante Gisela. Ja? Ob ihr ihren Mann backen könnt. Ja, auch das machen wir. Was will sie denn? Einen hellbraunen, einen dunkelbraunen, einen roten, einen gelben, einen grünen? Wow, so viel Auswahl? Na klar, wir machen alles. Da muss ich dann nochmal nachfragen. Genau. Die kriegt hier beim Radio keinen ab.